Part 52 von Fire Emblem. Willkommen zurück hier zum Einheitenauswahlmenü. So, ich gebe ein bisschen mehr an Ellie Wooden. Also erstmal, den kann ich den Tunschlüssel wieder abgeben. So, er soll sich aber mal... Oh, verdammt, wir haben ja... er nimmt einfach mal Antidot mit, war und eine Mine. So. Okay, weil er ist ja wie gesagt nur so ein Fänger. Hector kommt mit, der hat noch genug. Na, okay, ja, eindeutig noch genug. So, Mitgliedskarte, ja. Obwohl, hier gibt's keinen Geheimladen. Für den Fall, dass er wie mal stirbt, ich gebe ihm mal die Dings weg und gebe ihm mal dafür lieber eine Waffe. Aber was für eine. Hier ist noch ein Stahlschwert, ein angegriffenes, ein angekratztes Stahlschwert, nimmst du mit. So, sie hat ja ganz viele... Ja, sie ist ja eigentlich schon extrem krass. Hier ganz viele... Purgativ, genau, das nimmst du erstmal mit. Das ist geil. So, haben wir alles schon gemacht. So, Hector. Genau, Hector gebe ich jetzt seine Engelsrobe. Gebe ihm erstmal ein Heilmittel. So, Engelsrobe mitnehmen. Wie gesagt, das habe ich jetzt für mich so entschieden. Alle meine Lords kriegen die drei vorhandenen Engelsroben. So. Bei Hector macht es, wie gesagt, ein bisschen weniger Sinn. Kann ich schon einsehen, weil der hat von vornherein extrem fette KP. So, aber naja. So, Erk hat Feuer, Donner und Heilung. Okay. Sie ist cool drauf. Er ist auch cool drauf. Obwohl, seine Schwerter sind ein bisschen kurz von ihm kaputt gehen. Deswegen kriegt er mal noch ein Stahlschwert. So, Fiora, wie sieht's erst mit dir aus? Aber du hast eine Kriegerachse. Ist ja schön, dass du die hast, aber die ist ein bisschen zu schwer. Und deswegen kriegst du eher einen Axtmeister. Oder einen Kotspeer. Nimm mal einen Kotspeer, da haben wir auch schon so viel von. So, Lynn hat auch nichts weiter dabei. Die kommt da gar nicht mit. So, er ist immer noch am fettesten. Obwohl, Langspeer ist beide am Arsch. Gebe ich immer das Heilmittel. Also, ich gebe das ins Repertoire und nehme mir dafür. Es gibt Kotspeer und Speer. Was ist denn der Unterschied? Doppelte Reichweite? Was? Echt? Ah, nee, okay. Doppelte Reichweite. Das ist wohl einfach bloß hier Lanze B und jetzt hier ist Lanze C. Okay. Nimm mal den Speer mit hier, dickster Typi, Mann. So, Einheiten dürften kein Problem sein. Kenneth, warte mal, ich hab doch noch für ihn hier. Ich hab doch irgendwie. Habt ihr mir noch gesagt? Genau, er hat doch Luna. Soll er doch ruhig mal mitnehmen. Schön kritten, wenn es drauf ankommt. Ja, warum nicht? So ist er voll. Alles klar. Ich guck mir nochmal die Karte an. Und setz meine Einheiten um. Weil hier, wie gesagt, der Typ, der wurde gerade angegriffen und den müssen wir hier retten. Allerdings will ich nicht, dass der hier als NPC alleine hier rumrennt und die Einheiten auslöscht. Aber wo spawnt denn der? Verdammt, wo ist denn der? Na, hier ist er, glaube ich, nicht. Irgendwo ist der, weil ich will jetzt überlegen, wo ich meine Pferdchen hintransportiere. Dass die dann im Endeffekt schnell... Na, ich mach's mal hier. Ich mach's mal so. Alles klar. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Vielleicht noch so. Ja, der Dicke wird in der Wüste nicht weit vorankommen. Schade. Alter, warum ist der so weit hier vorne, ey? Weil das ist ein Problem, nämlich, wenn wir in deren Reichweite kommen, greifen die uns an, ne? Ist klar. Aber okay, legen wir los. Oh, Level 15, yeah! Einsetzen, klar. So. Oh, Kenneth, was los? Zombie, was los, Mann? Eigentlich finde ich das hier sehr faszinierend. Marcel, das Ödland von Nabata ist wie ein Stück von Paradies. Für Adepten der Magie. Viele Geschichten erzählen von den magischen Artefakten, die unter diesem Sand ruhen. Ich werde meine Augen nach ihnen offen halten. Natürlich werde ich aber auch kämpfen. Ja, also ich glaube, also Diebe und Schamanen, die könnten am besten die Dinger am Sand finden. Und hier sind es 6 Stück. Oder ist es doch hier unten? Verdammt. Mann, der soll nicht... Ey, was ist denn... Alter, wenn der... Hier, die können sich selber auch ja nicht bewegen. Also Dorkas und Batre mitzunehmen, wäre auch nicht so toll gewesen. Die haben ja selber so eine ganz geringe Reichweite. Verdammt, was will denn der... Der soll keine Scheiße bauen. Verdammt. Okay, warte mal, da muss ich jetzt halt hier mal anfangen, alles auszulöschen. Der Dickste hier, der dickste Freund hier, der mit seiner Eisenaxt macht den kalt. Hussa! Tramzack! Oh yeah. Wow! Ausgebe ich mein Fuendo. Zack! Oh, tschüss! So, und die Einheiten hier sind auch alle so eine Lappen. Die werden richtig platt gemacht. Ach, na, ein bisschen von weiterer Distance, ne? Jo, kein Problem hier. Dauert halt bloß wieder ewig lange, ehe der hier mal zum Angriff kommt. Eins. Und dann nochmal die Arme hochheben. Ich stelle mir so lustig vor, dass der Wind verursacht wird, so durch die Schweißwolken, die so aus seinen Achseln so rauskommen. So. Schweißangriff, so, ihr versteht schon. So, 700 Erfahrungspunkte müssen wir hier also farmen. Das ist vielleicht echt besser, mit so unterentwickelten Einheiten anzugreifen. So, und dem Typen hier... Also, ich kann ja ruhig schon mal einen schon mal killen, ja? Weil der Typ hier wird ja sicher nicht bewegen. Also wird der hier mal... Ja, yes, Jasmine! Ja, der... Ist doch ein Kerl, Mann! Ja, ist egal. Ja, jeder wie er will, ne? Ist ja okay.
Ich verbiete ihm ja nichts. Er darf ruhig so machen, wie er es möchte. So, der Dicker, der kommt bestimmt auch nicht weit voran. Dann werde ich mal meinen Dieb gleich mal in Position stellen. Bis dahin kann ich, oder? Ja. Okay, Dieb kommt bis hierhin. Wenn der angegriffen werden sollte, wird das... Ja, er wird auf keinen Fall sterben. So, wo ist meine Pegasus-Ritter? Die könnten abkratzen. Dann warte mal. Der kann... Achso, oh. Die können ja alle sich gar nicht bewegen. Ist ja geil. Na denn, kannst du hier den platt machen mit Langspeer? Halt. Ja. Mach ihn down. Zack. Voll in die Wüste. Aua. Das hat nur gekitzelt. Und zack. Tschüss, Mann. Wurf in die Fresse. Geil. Level up. Badabadam. So, sind sie auch schon Level 13. Ding, ding, ding. Ey, wenn wir einen Leitstein haben, dann können wir unseren Zombie weiterentwickeln. Oh, der muss dann auch hier, ne, schon mal extrem krass. Ich glaube, ich überlasse auch Matthew, den Dicken hier. Der soll ihn beklauen und dann töten. Müsste der eigentlich schaffen. Zur Not schlägt noch Sensei Guy direkt hinter ihn. Das ist dann, glaube ich, gut. So, und den Bogenschützen hier machst denn du platt. Mit einem Eisenschwert, damit auch ein bisschen mal die Schwerttechnik ein bisschen verbessert wird. Zack! Yeah, damit sie auch mal wieder ein Stahlschwert in die Hand nehmen. Oh, Penspinning mit dem Schwert! Schlitz! Voll geil! Gekrittet. Gut, Erfahrungspoints, gute Erfahrungspoints. So, Eliwood, hey, du kannst auch immer hier dich irgendwo ritstellen und dich angreifen lassen, ne? Ist aber nicht da, also unter Hector kann er. Gut, genau bis hier. Mine nicht. Du bleibst einfach hier stehen. Ich hätte ja vielleicht auch den... Oh, der kann so weit gehen, ja, aber... Pustekuchen, im Sand ist er dann ein bisschen gehandicapt. So, ihr kommt mal ruhig alle hier nach vorne. Lasst euch mitunter angreifen, wenn ihr dann Bock drauf habt. So, wir haben eine Armee, ey. So, ich glaube, ich muss Angst haben vor Merlinus Tod, glaube ich nicht. So, und der soll jetzt kein Mister machen. Oh Mann, nein! Weil, guck mal, das ist schon weiser. Mit Elfenlicht. Alter, die schönen Erfahrungspunkte, du Arsch. Och. Aber ich glaube, der bewegt sich nicht von alleine, oder? War das nicht so? Werden wir ja alles sehen. Hier spekulieren hilft ja nichts, ist schon zu lange her. Werden wir sehen. Hoffen wir einfach mal. Mann, ey! Na klar! Töt ihn nicht! Lass ihn doch mal in Ruhe! Oh! Elfenlicht sieht aber verdammt fett aus, ey. So eine mega Flame. Ah, gut, den habe ich schon mal weggelockt. Der greift lieber uns an. Und sogar effektiv. Scheiße, der andere da vorher auch. Mann, ey, den wollte ich doch gerade machen! Greift da lieber die Bogen? Die. Ach Mann, ey. Ich verstehe das nicht. Naja. Ganz toll. Ah, die werden ja. Naja. Ich krieg schon meine 700 Erfahrungspunkte zusammen. Allein die beiden Dicken bringen ja 100. So. Ja, okay. Na, du kannst angreifen. Das kratzt ja nicht hier. Zack. Aua. Und tschüss. Und sag tschüss. Einfach gedownt. So. Da, Waffenlevel erhöht. So. Da. Die greifen alle Eliwood an. Keine Angst, meine Heiler stehen ja unmittelbar hinter ihm. Aber wie schwach er ist, ja? Mann! Hör doch mal auf! Oh, die schönen Erfahrungspunkte! Scheiße, wie schaffe ich das echt noch? So, jetzt wird er aber einfach gerettet. Oh, was? Oh mein Gott! Wer ist das denn? Okay. Das muss ich erstmal. Komm schon. Du reißt ihn doch, oder? Ja, gut. Schnell einsacken hier. Zack. Und abhauen. So, der macht jetzt keinen Stress mehr. So, mit dem Typen hier. Wir haben jetzt hier zwei so eine NPCs. Alter, Hawkeye, ein Berserker. Mit dem müssen wir quatschen. Am besten natürlich mit Eliwood. So, also, warte mal. Du machst hier erstmal Flux den hier down. Ratzi, Fatzi. Machst du den hier Schlitzi, Knacksi. Boom. Und das kratzt mich doch nicht. Und Axel Winde. Und tschüss, Mann. Down. Jawohl, Level up. Badabada. Vielleicht lasse ich sogar Kenneth dann den anderen Dicken da platt machen. Wegen Level ups, ne? Und so. Hector kann da noch ein bisschen warten. Waffenlevel erhöht, geil. So, hier sieht's aus. So, er kann immer noch nicht klauen, verdammt. Oh, wenn ich mich jetzt... Eine die Reichweite stelle, dann kommt er auf mich zu. Das wäre aber vielleicht gar nicht so schlecht. Dann kommt er her und ist dann komplett eingekesselt. So, und du rettest mal den Typen hier. Scheiße, geht gar nicht. Macht er irgendwas von alleine? Oh Mann. So, okay, du machst erstmal hier Pflege auf ihn. Check. Und Eliwood muss dann mit dem Typen quatschen. Oder ich muss, also Eliwood muss, glaube ich, auch mit diesem Weisen, den wir gerade gerettet haben, auch quatschen. So, was macht denn alle hier? Was soll der Mist?
Hector, kannst du mal irgendwie den Typen da mal zeigen, was eine Hake ist? Genau, nimm mal einen Wurfbeil. Dann kannst du dich noch gegen die ganzen anderen Stinkies wehren. Ich wollte schon sagen, Hector, auch mal, ihr Kind Mist hier. 72% ist doch egal, da bist du aber inzwischen so geskillt, Mann, das musst du schaffen. So, okay, und ich mach's jetzt einfach. Ich locke den Typen schon mal an. Nutze ich das gleich aus, indem ich hier gleich mal den Typen hier vernichte? Oh, nee. Nee, der greift ja sonst mit der Axt an. Obwohl, was ist... Ach, nee, der... Ach so! Dann wird er mich nicht treffen mit einem Wurfbeil, Waffennachteil und sowas alles. Also, kann er dann vergessen. So, okay, ich hoffe, der Typ hier bleibt ganz ruhig. Wenn ich ein bisschen entgegenkomme, kann er uns ja. Elliwood marschiert mal nach unten. Ups, nicht retten. Warten. So, pass auf, retten. Halt. Oh, ich weiß nicht, wie weit der Dicke gehen kann. Okay, warte mal, hier hinstellen. Okay, gut, pass auf. Nehmen, absetzen. So, alles klar, im nächsten Part quatschen wir mit dem Typen. Und den anderen werde ich auch hier hinstellen und hier absetzen, denn alles klar. Es läuft. So, wir sind doch alle okay, oder? Alle okay? Euch geht's allen gut, ne? Ja. So, okay, dann bin ich gespannt, was hier passieren wird. Okay, alles klar. Daumen drücken! Okay, jetzt geht's los hier. Ja, okay, das war geplant. Oh mein Gott. Daneben. Idiot. So, mit Wurfball wird das, glaube ich, ein leichtes, ihn zu schlitzen. Der hat auch keine Chance. Aber kommen nicht noch mehr Einheiten? Mann, das wäre jetzt echt ein bisschen geiler. Und zack. Und dann gleich nochmal. Und tschüss. Okay. Das gibt schöne Erfahrungspoints. Dum, 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 da, da, dum, dum. Was ist das jetzt? Aua. Den macht Hector down. Ist kein Problem. Dum, da, dum. Oh, wie ich mich freue, wenn der Gegner endlich mal, ja, wie schon erwähnt, nur zweitklassige Gegner einsetzt. Hier, die ganzen Magier, die sind eigentlich schon viel zu schwach. Und das bringt keinen richtigen Okay, naja. Ich weiche nicht mehr so gut aus. Doch, sie weicht total geil aus. Und zack. Und wow. Oh, der greift zweimal an, dieser geschickte Trottel. Und nicht nur einmal. Ja, das ist, weil ich eine Einheit gerettet habe. Da bin ich ein bisschen... Oh, was macht der? Er macht gar nichts. Oh, es kommen noch Gegner. Oh. Olle Gegner. Ist jetzt nicht so lustig. Ist jetzt nicht so geil. So, okay, ich setze den hier ab. Zack, fliegt dahin. Dann wird es mal ein bisschen gequatscht hier. Oh, mit wem denn von beiden? Erstmal mit Pent, weil der bewegt sich von alleine. So. Hallo zusammen. Prachtvolles Wetter, nicht wahr? Oh, eine frohe Natur. Ja, sicher. Pardon, ich befinde mich gerade inmitten größter Konfusion. Ich bitte euch, diesen Ort zu verlassen. Nee. Geht nicht? Hä? Mit wem muss ich denn reden? Mit wem muss ich denn quatschen? Ich glaube, mit dem hier dann sogar, oder? Verdammt, hätte ich mal vorher mit den anderen gequatscht. Okay, na dann, halte ich mal ganz kurz nochmal zurück hier, ne? So, ich probiere es mal dann nochmal. Okay, Mann, jetzt muss hier erstmal geklaut werden. Oh, shit, verdammt! Mann, ich habe die Taschen voll! Ich, Arsch! Das läuft ja schon mal ganz schön, das läuft hier schon mal, mies. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wie mache ich das jetzt? Hector, du machst den Typen hier down. Ja, mit einem Streich. Hussa und sag tschüss. Geil. So. Ah, ich glaube, ich bekomme Pent hier noch gar nicht. Wie war denn das? Ey, du bist Level 20, Hector! Yeah! Du musst nie wieder mitkommen! Ist denn hier schön? Ja, ich find's geil. Ja, okay. So, jetzt sind die hier alle ganz schön im Bedrängnis. Was macht denn Sensei Guy? Wie macht denn... Oh, er kann... Okay, gut. Sensei Guy. Wenn du einen Schnitter anwendest... Ach, du Scheiße. Ja, ich hoffe, er krittet dann, ne? Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. So, dann kannst du mal hier abhauen. Will, hau mal ab. Du kümmerst dich um den hier. Mach mal mit Luna. Ach nee. Crit-Chance ist zwar höher, aber nur einmal angreifen kann ich mir jetzt nicht leisten. Autsch. Und vorbei. Weggepaut, das ganze Ratzefatz. Boom. Und tschüss. Geil. So, was mache ich jetzt? Jetzt muss sie. Die hat ja auch. Verdammt, hat Kinder hier irgendwie ein bisschen weniger... Doch, hier. Komm hier, du musst mal jetzt ganz schnell mit ihm tauschen. So, zack, danke, Mann. So, und du stehlst jetzt hier alle, was du kriegen kannst. Den Leitstern für Kenneth. Leitstern abgezogen. Ding, Erfahrungspoints. So, und jetzt
Zombie, ach nicht Zombie. Alter, ja, du musst einmal treffen und einmal kritten. Das schaffst du, los, komm. Huazak, das war gut. Über daneben, jetzt kritten. Banzai, zack. Geil. Ich wurde getroffen, aber es fühlt sich gut an. Diese Leute sind zu stark für uns, Paul. Oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht. Jetzt bin ich ein Homophober. Level up. Leute, ich kann es erklären, er wollte mich angreifen, er wollte mich betatschen. Was soll ich da machen? Nein, nur Spaß. So. Okay, der Typ wird bestimmt sauer. Er guckt schon so. Boah, ey. Ich glaube, ja, in der Beziehung... Ist das überhaupt eine Beziehung oder sind das Geschwister? Ich weiß es nicht. Vielleicht ziehen sie sich auch einfach bloß gleich an. Dann kann sie ihn retten? Nee. Boah, der ist so fett, der kann von keinem gerettet werden. So, das war der erste Streich mit Leitstern. Folgt so gleich. So, wer muss jetzt hier geheilt werden? Ja, war doch einer kurz vorm Abkrepeln. Abkrepeln. Na, dann heil doch. Mit einer Pflege. Ja, ich purgativ werde ich auch mal gleich einsetzen. Gibt bestimmt viele Erfahrungspoints. So, nochmal ganz wenig nur. Ganz wenig. So, okay, was ist uns hier los? Hier ist sonst nichts weiter los. Wir können hier alle stehen bleiben. Okay. So. Okay. 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 Ach du meine Güte. Ja, ja. Show ein Mist. So, okay, dann jetzt halt mit dem mal quatschen hier. Wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Ich bin Hawkeye, der Verteidiger dieser Wüste, Alter. Krass. Verteidiger einer Wüste? Ja, ich würde die Banditen vertreiben, Alter. Gäste sollten nicht kämpfen müssen. Krass. Warte mal ganz kurz. Gäste? Wir haben Hawkeye in unserem Team. Anscheinend ein Muselmann. Cool. So, warte mal, absetzen. Kann der jetzt mit denen quatschen? Wie war denn das? Nee. Na, der wird einfach bloß gerettet. So, dann dass er keinen Stunk hier macht. So, Erfahrungspunkte sammeln. Wie mache ich das jetzt am besten? Sensei Guy, Mann, der ist auch Level 20, geil, bald. Und dann ist alles cool, Mann. So, eigentlich, ja, am ehesten, ich würde jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt für ihn die Weiterentwicklung, also sollte ich ihn auch trainieren, ne? Dann stell du dich mal hier in Reichweite. Aber du bist du so schwach irgendwie? Was hast du denn für Verteidigungswerte? Ganz beschissene, okay. Weil der Typ hier macht mir ein bisschen Sorgen. Ah, der greift ohnehin an, verdammt. Gut, dann stell dich mal hier hin in Reichweite. Ich hoffe, das überlebst du. Wenn nicht, stellen wir noch ihn hier hin. Vielleicht wird er ja angegriffen. Also dämlich sind. So, und du bist jetzt auch schon so mega fett. Cool, du stellst dich auch mal hier zum Angriff hin. Aber bitte mit einer Eisenaxt. Hat er ja schon. Hat er das schon? Ja. So, das soll sich ihm nicht wehren. Vielleicht wird ja auch sie angegriffen. Nee, die würde sich ja wehren. So, was haben die noch? Haben die noch irgendwas Geiles hier? Ah, nochmal Luna. Schön. Nö. Oh, schon so wenig Einheiten nur. Nicht so 700 Erfahrungspunkte da rausbekommen. Ich weiß ja nicht, Leute. Hey, du kannst mal die Hausbesuche machen. Wer wohnt denn hier in der Wüste? Hallo? Was zum... Wisst ihr was? Ich passe ganz allein auf das Haus auf. Wisst ihr, wie man sowas nennt? Wie man sowas macht? Man muss still sitzen und brav sein. Deswegen bin ich hier. Was macht ihr denn hier? Sucht ihr nach Schätzen, so wie der Mann da? Naja, lasst mich euch ein Geheimnis verballern. In der Nähe der großen Knochen liegt etwas Hübsches vergraben. Ja, ich weiß viel über die Wüste. Ich glaube, das war ein Easter Egg, der die Person da, die Figur, kommt, glaube ich, aus Fire Emblem 6, müsste die sein. Oder? Nee, Fire Emblem 6 spielt er danach. Oder könnte trotzdem. Ich glaube, das ist später eine Erwachsene. So, und sie soll auch nochmal hier... Sie kann ja eigentlich, bloß der Bogenschütze ist dafür ein bisschen dämlich, aber der kommt gar nicht so weit. Das ist natürlich löblich. So, dann mach ich ihn da... Oh, reicht ja. Es reicht aus! Oh, Slash! Voll nochmal ein Special Crit. Aber okay, Leute, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Level up. Im nächsten Part geht's dann hier weiter in der Wüste. Ich habe noch keinen versteckten Gegenstand gefunden, ich weiß, aber das kommt noch. Also, und zwar sind die, ja, hier sind zwei bei den Knochen. Hier sind zwei bei den Knochen. Hier unten ist eins. Und dann ist hier noch eins. So, ihr seid gespannt, was das ist, nicht wahr? Ich weiß es doch. Also dann wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Oh Mann, ist das heiß hier. Ciao!